Hallihallo. Ja, ich bin ein bisschen spazieren, Kinder abholen vom Fußball. Und ja, jetzt sind wir 2 Jahre hier, länger als 2 Jahre. Und haben das Land lieben gelernt, haben uns schon ein bisschen angeguckt. Letztes Jahr waren wir an der Ägäis unterwegs. Wundertolle Strände, traumhaftes Wasser und wundervolle Orte. Super schön, nur zu empfehlen. Also die Ägäis-Tour, wer da lang kann, wer noch Zeit hat, würde ich mal hingucken. Die Zeit dafür nehmen. Ansonsten, dieses Jahr haben wir ja Kappadokien gemacht. Sagt dem einen oder anderen was. Ist dort, wo die ganzen Postkarten immer herkommen mit den ganzen Luftballons drauf. Wo diese Spitzberge sind. Dort auch traumhaft schön. Morgens die ganzen Luftballons, der Sonnenaufgang. Oder auch die unterirdischen Städte, die dort gebaut wurden damals. War auf jeden Fall auch sehr, sehr schön zu sehen. Also völlig abwechslungsreich hier. Alanya, ne, für sich. Eigene Touristenstadt. Auch vieles zu bieten. Ja, mal gucken. Nächstes Jahr vielleicht Göbekli Tepe. Mal gucken. Fehlt noch. Ist noch so auf unserer Bucketliste, könnte man sagen. Und ja. Nächstes Jahr. Das ist ein gutes Stichwort. Gucken. Dieses Jahr ist was vorbei. Den Antrag haben wir ja vor knapp 9 Wochen eingereicht. Und ja, wir haben heute die Entscheidung bekommen. Und ja, wir dürfen bleiben. Was uns natürlich tierisch freut, dürfen wir bleiben. Wir können uns hier weiter verwirklichen. Ich habe in den letzten 2 Jahren sehr, sehr viel mitgenommen für mich. Habe ziemlich viele Projekte gesehen, gestartet, auch beendet, weil ich festgestellt habe, dass es nicht meins ist oder dass es mir halt nicht das bietet, was ich gerne hätte. In Bezug auch einfach auf meine eigene Motivation. In letzter Zeit habe ich auch für mich jetzt so 3 Projekte, wo ich sage, die sind die Sachen, wo ich wirklich hinterstehe, wo ich auch viel zu sagen kann, wo ich auch selber Erfahrungen gemacht habe, positive Erfahrungen gemacht habe. Zum einen ist es halt Fitness. Manche haben es ja gesehen und auch schon geschrieben. Bin sehr abgenommen. Ja, es waren irgendwie jetzt das letzte Mal, als ich mich gewogen hatte, war, als wir reingekommen sind. Mittlerweile sind es, glaube ich, 15 Kilo runter. Klingt ziemlich viel. Ich fühle mich fit. Ich fühle mich super in meinem Körper. Und auch super im Körper seit, ja, ich glaube 15 oder 20 Jahren erstmal so wirklich richtig, richtig wohl. Hat auch ein bisschen was bewirkt in mir. Hat ein paar Sachen für mich auch festgestellt. Kann ich auch in einem anderen Video mal näher darauf eingehen. Geht dann eher so in Richtung Kindheitstraumata. Was ich ja festgestellt habe, auch nur dadurch. War gar nicht das Ziel. Aber wenn man quasi täglich Sport macht, dabei ein bisschen was sich anschaut, Podcasts oder Videos oder so, zur Gesundheit, Mindset etc., kommt man irgendwann drauf und gibt so einen Haareffekt. Ah, okay, krass. War mir nicht so bewusst. Andere Projekt ist einfach passives Einkommen. Läuft mega, läuft super. Kann ich nur jedem empfehlen, der quasi über passives Einkommen nachdenkt oder halt einfach sich informieren will. Und ein anderes ist gerade, da bin ich gerade am Testen, ist ein Nachrichtendienst, der einfach mal safe ist. Wo man quasi sagen kann, okay, da gehen keine Nachrichten oder irgendwelche Informationen irgendwo hin. Kommt man auch nicht so einfach rein. Geht auch wieder nur mit Empfehlung. Oder Empfehlungscodes. Und dementsprechend, ja, bin ich noch am Testen und gucken. Und ja, mal gucken, was die nächsten Jahre jetzt bringen. 2 Jahre dürfen wir jetzt wieder bleiben. Und ey, ich freue mich tierisch, wir haben uns tierisch gefreut. Und ja, das war's von hier für heute. Ich hole jetzt die Jungs hier ab und mal gucken, was wir heute noch machen. Und ich wünsche euch noch einen wundervollen Abend. Bis dann. Macht's gut. Ciao.